Servus Leute, was geht? Ich bin so richtig schön. Herzlich willkommen zu einer Review von mir. Heute geht es mal um meinen Kismet-Tabak, ja. Ist ein dunkler Tabak, besteht aus Dark Air Cunt, aus Burley, aus Orient, etwas Virginia. Das Ganze wird hergestellt in Deutschland. 250 Gramm kostet 25,50 Euro. Sind geliefert in so Zipperdosen. Ich habe es jetzt hier in eine 069 Dose gefüllt. Ich zeige euch mal Schnitt und Feuchtigkeit gleich. So, Schnitt ist schon mittlerer Schnitt. Mal was Gröberes dabei, mal was Feineres dabei. Das ist dunkler Tabak. Ja, ich habe die Sorte Black Vanilla hier, habe ich schon länger, seit meiner Weisheitszahn-OP. Und heute habe ich gedacht, komm, Digga, Baustehen, Raustehen, Stellstehen vor, mal was anderes, nicht immer dieses Virginia-Zeugs, ja. Ich persönlich stehe auf dunklen Tabak, ja. Lecker. Auf jeden Fall, gebaut habe ich das Ganze in meiner neuen VUCA, die VUCA Nox. Wenn ihr die Produktvorstellung dazu haben wollt, schreibt es unten drunter, zeigt es mit einem Daumen hoch. Dann mal kaputter Werkbund, Flatkopf, ja. Flavor Saver, statt Flavor Saver könnt ihr natürlich auch ein Sieb nehmen, einfach drauflegen, fertig. Dann 4 halbe Kohlen, Hersteller weiß ich nicht mehr. Und hier blenden wir jetzt das Video ein vom Kopfbau. Viel Spaß! So, ich hoffe, ihr habt Kopfbau gesehen, wie ich es gebaut habe. Einfach mit Gabel zack, zack, zack drauf. Ihr habt jetzt sehr viel erklärt. Einfach gucken, lernen. Learning by doing, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, Black Vanilla soll sein. Black Vanilla soll sein. Schwarze Vanille. Really, nigga? Schwarz. So heißt ja alle Kismet-Sorten, weil der Tabak schwarz ist. Ist der gleiche Hersteller wie 069, wie Freestyle, wie X-Drache und Kismet halt, ja. Kismet gibt es seit 2015 auf der Messe. Vorerst gab es mal nur 50 Sorten von jeder Sorte. Also von jeder Sorte gab es 50 Packungen. Bis der Hersteller gesehen hat, die Leute fahren voll drauf ab. Grüße an Michi. Und dann hat er es in Serie gebracht, als eigene Marke, als Kismet, ja. Das ist das Titelblatt. Sieht ziemlich geil aus, orientalisch. In dem Tabak ist ein bisschen mehr Nikotin als in anderen Sorten. Was natürlich dem dunklen Tabak, dem Orient Dark Air Cunt zu verdanken ist, ja. Und ja, ich nehme jetzt mal einen Zug. Und kommen wir mal zum Geruch. Also Geruch, ich nehme erstmal eine Vanillennote wahr, eine sehr natürliche Vanille. Eine leicht süße Vanille und im Abgang ist etwas, da stimmt dann noch was Erdiges, leicht Würziges mit, was ja den Kismet ausmacht. Ich habe es gut Overpicking gebaut und der Tabak verträgt echt enorm Hitze, schön mit Alufolie gespannt. Und das ist Panzeralufolie, ja, also drüber auf keine normale Alufolie, ihr könnt auch viel Haushaltsalufolie nehmen. Ich habe wieder zu einfach Vorbock auf dunklen Tabak, ja. Habe ich halt immer voll viel dastehen. Ich habe noch den Black Guava, Black Pistazio, den Veritas habe ich da, den Black Vanilla, den Black Lemon. Ich rauche Kismet gerne, aber natürlich nicht immer wieder was, sondern ab und zu mal, so wie ich Bock drauf habe, hole ich den Kismet raus, baue ihn schön im Overpacking und gebe ihn. So, kommen wir mal zum Geschmack und Rauch. Raucht das Ganze sehr gut.
Ich könnte jetzt noch ein bisschen mehr Hitze geben, damit noch mehr drauf kommen, aber ich will es nicht riskieren, dass Tabak anbrennt. Hier bei Kismet ist mir das Aroma viel wichtiger als Rauch, weil bei Kismet oder dunklen Tabaksorten kommst du nicht auf den Rauch drauf, sondern auf den Geschmack. Und geschmacklich wird beim Einzel erstmal alles schön im Mund trocken. Den Tabak würde ich euch nicht empfehlen auf leeren Magen, weil sonst dankt es euch auf der Toilette, die Scheiße, ja. So, jetzt nehmen wir ein bisschen Hitze ab. So, die Cola habe ich jetzt runtergenommen. Natürlich bei Overpicking immer darauf achten, schön mit Hitze spielen, ja, das ist immer so ein Hin und Her. Man kann hier einfach Kohlen drauflegen wie bei Kamin, einfach rauchen, gib ihm. Und geschmacklich, wie schon vorhin erwähnt, im Mund wird ziemlich trocken. Beim Ausatmen kommt eine schöne, sanfte Vanillenote, wirklich das Ganze lässt sich sehr, sehr sanft rauchen. Und im Abgang habt ihr dann so was Würziges, leicht Erdiges, wie auch im Geruch. Und ihr wisst, ich vergleiche gerne Sachen. Und die Vanillenote ist hier so wie bei der Cola-Vanille, nur nicht so intensiv, sondern leicht smooth gehalten, ziemlich lecker. Und ja, Kaufempfehlung hat es aber auf jeden Fall, ja, gönnt euch Kismet, solange es immer verfügbar ist, könnt ihr am besten bei Michael direkt bestellen. Einfach mal auf Facebook anschreiben und ja, Michael Brandenberg heißt der. Und er wird euch dann behilflich sein. Ich mache auch mit einem Kollegen zusammen einmal eine Sammelbestellung. Ja, er sagt mir, wenn ihr eine Sammelbestellung macht, einfach anschreiben, wenn ihr Bock habt, dann tue ich euch mit einbeziehen in die Sammelbestellung. Und mich würde es auch interessieren, wie ihr es findet, dass ich mit zwei Kameras aufnehme, ob es euch gefällt. Und ja, übrigens, T-Shirts sind da. T-Shirt ist da. Wie schon erwähnt, werde ich es auf der Messe auch dabei haben, aber Messevideo wird auch noch folgen auf jeden Fall. Und ja, jetzt noch ein kurzes Review dazu zum Kismet Black Vanilla. Sehr geiler Tabak, ja. Kismet würde ich allen mal empfehlen. Einfach probieren, am besten immer Overpicking rauchen. Und das war's schon mal. Wie immer könnt ihr unten abonnieren. Oben kommt ihr dann zum letzten Review, was ich gemacht habe. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Rauch. Macht's gut und adios, amigos.